So, wir sind jetzt unterwegs. Banktermin ist fertig. Und ja, später geht es noch nach Bisping, Baden. So wie letzten Montag auf Ehre. So, kleiner Tipp, was ihr mindestens alle 2 Tage machen solltet. Einfach eine Zitrone auspressen mit der Hand oder mit dem Automaten. Wasser rein und trinken. Das tut deinem Körper echt gut. Falls du es noch nicht gemacht hast, fang damit an. So, kleiner Halt hier in Rade an der Tankstelle, einer der besten Tankstellen. René ist dabei, Holger ist dabei. Ich habe mir jetzt hier eine Knackwurst geholt mit Ketchup und Senf und Brötchen. 2 Käsebrötchen für später noch. Und gleich geht die Reise los auf die Autobahn, zack, zack. Und dann fahren wir wieder nach Bisping, Sauna, Schwimmen, Rutschen, Planschen, Kind sein. So, wie soll es anders sein? Unser Weg, Stau, Unfall, Stunde warten ungefähr, jetzt kriegen wir wieder rum, fahren einen anderen Weg, null. So, angekommen, 3/4 Stunde Verspätung, heute mal einen exklusiven Parkplatz, bin aufs Grundstück gefahren, da hinten, da steht er. Jetzt gehen wir rein, die 3/4 Stunden müssen wir wieder aufholen. Ja. So, die Flamingos sind auch wieder am Start. Chillen hier ab. Haben wir noch ein paar Chips geholt. Ich hab übrigens Bock zu planschen. Oh ja. Oh ja, so und nicht anders. Was gegessen, Bademantel, Easter. Bis jetzt waren wir ordentlich rutschen, Digga, ordentlich planschen und jetzt hat runter. Oh. Jetzt habe ich Hunger. So, wir gönnen uns jetzt einen kleinen Snack. Aber nicht von hier, sondern Holger ist kurz auf Ehre nach draußen gegangen. Schmeckt René? Geht klar, ne? Auf jeden Fall besser als das, was es hier gibt. Und gleich gehen wir in die Sauna. So, fertig mit Schwimmen. Und, wie soll es auch anders sein? Subway, Digga. Besser ist es. Privatparkplatz, Mann. Sitzen da schon wieder irgendwelche Arschlöcher? Oh, egal. Ich hab Kohldampf, Digga. Schwarz, sieht ihr nicht. Und ich war jetzt auch zu meinem Nachbarn, Stefan, eine Runde mit ihm und Kylo spazieren gehen auf Ehre. Das ist Abby Maus mit dem verrückten Blick, das ist Ehrenbruder Kylo. Kylo, yep. Abby, oh. So, und wir gehen jetzt eine schöne Runde spazieren, auf entspannt, hier in der alten Hut, wo ich früher gewohnt habe. So, fertig mit der abendlichen Spazierrunde. Ich muss gestehen, heute war anders anstrengend oder ich bin anders im Arsch vom Schwimmen. Wir haben heute gut Gas gegeben, Sauna war auch geil. Ich freue mich, gleich nach Hause zu kommen. Die Putzfrau war heute da, das heißt die Wohnung ist blitzeblank hier, das Bett ist schön gemacht. Wir werden eine halbe Stunde, 3/4 Stunden am PC hocken, Fische füttern, denke ich. Und dann werde ich mich aber auf dieses andere genüsslich ins Bett hauen. So nicht anders. Eine Folge Ehrenbruder Monk. Falls ihr die Serie noch nicht kennt, schaut sie von Anfang bis Ende und euer Leben wird besser. Vertraut mir. Dieses andere Vertrauen. Aber ihr müsst von Anfang bis Ende gucken.
Denn viele denken, Monk ist so wie CSI oder Criminal Intent. Aber von der ersten Folge bis zur letzten Folge baut sich eine Story um Monk auf. Und diese Story ist atemberaubend. Dies andere atemberaubend. Wenn der Hund aufwacht und sein Ochsenzimmer kauen will und ihn sich zwischen die Beine legt und er möchte unbedingt, dass ich ihn halte, weil er so ein Müdi ist und keine Lust hat, das selber zu machen. Ja, gib her. Und Achtung, gib her. Und aha. Und sobald ich den loslasse, hört er auch auf zu kauen. So abgehoben, der Hund. Oh Mann, doch.